Jo, hier sind wir wieder mit Teil 3, Heike und Bernd in Tunesien mit unserem Ranger direkt per Achse darunter geeiert. Wir sind in Matmata angekommen, haben da in so einem Höhlenhotel im Sidi Driss eingecheckt, weil es ist dann doch ein bisschen angenehmer bei den Temperaturen, als im Dachzelt zu pennen. Es war dann schon später Nachmittag und wir haben es dann einfach ein bisschen ruhiger angehen lassen, haben ein bisschen gezockt, haben ein bisschen was gegessen und haben einfach ein bisschen abgehangen. Aus der Luft nochmal das Berberdorf Matmata. Das sieht aus wie ein Schweizer Käse. Echt lustig. Draußen außerhalb unseres Zimmers war die Hölle. Die Sonnenhölle von Matmata. Es war schon echt krass heiß, wirklich. Ansonsten waren die Zimmer eher einfach gehalten, aber in Ordnung. Am nächsten Morgen nach einem kleinen, ja eher einfachen Frühstück, hat sich uns ein Guide angeboten, Mohammed. Er würde uns ganz gern das Ksar Haluf und etliche Berberdörfer noch gern zeigen. Ja gut, der Preis war schnell verhandelt, es war ein netter Typ. Haben einen Flugs eingeladen und wir sind losgedüst. Aber erstmal mussten wir aus den Bergen rund um Matmata raus. Hier dann quasi die Steinwüste der Sahara, weil die Sahara besteht nämlich nicht nur aus Sandwüste. Fahrtechnisch keine, ja, ich sag mal, gehobenen Anforderungen. Ein bisschen höher sollte das Fahrzeug schon sein, also mit einem Golf oder so, sind die Strecken schon eher schwer oder nicht zu bewältigen. Keine Ahnung wann, aber irgendwann läuft in diesem Flussbett auch mal Wasser, denke ich mir mal so. So, endlich dann die Auffahrt, also recht steile Auffahrt zum Ksar Haluf, einem Berberschloss oder Berberdorf aus dem 13. Jahrhundert. Es wurde irgendwann Anfang des 19. Jahrhunderts, glaube ich, verlassen, hat er erzählt, und es ist wohl auf der Antragsliste zum UNESCO-Weltkulturerbe. Naja, also schauen wir uns das mal an. Ich muss mal wieder anmerken, die Sonne brannte erbarmungslos, irgendwo Mitte 40 Grad, ich glaube 48 Grad hat der Ranger wieder angezeigt, also es war schon heftig heiß. Trotz der Hitze haben wir uns dieses Berberschloss natürlich ganz in Ruhe angeschaut und Mohammed meinte dann, ja, das sind noch zwei schöne andere Berberdörfer, die würden uns auch noch gern zeigen. Na gut, dann auf und los. Natürlich wieder durch grandiose Landschaften, also echt wirklich schön, schön, schön. Thank you.
Ja, soweit auch ganz nett. Haben wir uns natürlich auch sehr interessiert angeschaut. Aber ja, es war dann auch gut mit Höhlenwohnungen, Besichtigungen. Wir haben dann Mohammed rausgeworfen und haben uns auf dem Weg zum nächsten Ziel, der Oase Xagilan, gemacht. Diese liegt schon ziemlich weit drin in den Sanddünen der Sahara. Die Landschaft wurde immer karger und leerer. Die Asphaltstraße, die wir wohlweislich genutzt oder gewählt hatten für die Fahrt runterwärts zur Oase Xagilan, hatte dann teilweise ein paar Sandverwirrungen, war aber ja, an und für sich gut fahrbar, gar kein Problem. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, null Bebauung, keine Ortschaften, minimal Verkehr. Und das Einzige, was wir hatten, war auf der Seite im Vorbeifahren eine Ölraffinerie oder was ähnliches und ein paar vereinzelte Kamele. Das war's eigentlich schon. Ansonsten Landschaft pur. Circa 2 Stunden entspannter Fahrt hatten wir dann die Oase Xagilan erreicht. Uns erwartete eine unerwartete, üppige Vegetation. Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Auch war die Oase größer, als wir vermutet hatten. Wir mussten einmal komplett quer durch, um unser schon vorgebuchtes Hotel zu erreichen, weil Dachzelt einfach zu heiß. Der Ranger hat sich dann natürlich auch mal eine kurze Pause verdient. Bei Ankunft haben wir auf dem Thermometer 52 Grad. Und wir waren die einzigen Übernachtungsgäste. Laut Beschreibung sollte das Zimmer eine Klimaanlage haben, aber die Klimaanlage wird erst eingeschaltet ab 19 Uhr, wenn das Dieselaggregat läuft und es entsprechend Strom liefert für die Klimaanlage. Soweit, so gut, so heiß. So gut, was machen wir dann mit dem angebrochenen Nachmittag? Wir sind dann aus dem Hotel wieder raus und haben uns ein wenig umgeschaut und haben dann eine Quad-Tour gebucht. Hatten wir beide noch nie gefahren, Quad, also es war spannend. Sonnenuntergang in der Sahara zu erleben, ist was ganz Besonderes. Einfach magisch. Sind dann weitergefahren zu dem höchsten Punkt in der Gegend. Dort sind die Ruinen eines alten Forts noch vorhanden, was man sich auch anschauen kann. Und da wollte man dann den endgültigen Sonnenuntergang beobachten. Musik.
Derweil wurde im Hotel schon mal für extra für uns das Feuer angeworfen und das Abendbrot bereitet. Fladenbrot direkt aus der Glut und ein mysteriöser Bottich mit Feuer und Glut drin und im Topf mit lecker Essen, alles durcheinander, also Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, Soße. Sehr leckere Angelegenheit. Wir haben dann natürlich zusammen alle zu viert gegessen. War ein toller, netter, schöner Abend, ein sehr schöner Ausklang dieses Tages. Da nachts um 4 bei dem Dieselaggregat, der Sprit alle war, war dann auch die Klimaanlage aus und wir waren relativ schnell wach, weil quasi wie gebacken. Wir hatten am Vortag mit unserem Guide ausgemacht, dass er uns morgens früh um 6 Uhr abholen soll nochmal. Wir wollten gern nochmal eine Tour in die Sanddünen machen und den Sonnenaufgang mitbekommen. Außerdem war es temperaturtechnisch draußen angenehmer als wie drin. Und wir sind dann nochmal rausgefahren und Quadfahren macht echt Fetz. Heike ist dann auch selbst gefahren mit dem eigenen Quad. Also Funfaktor 100% einwandfreie Sache. Und da es nun noch nicht ganz so knalleheiß war, habe ich mich auch getraut, die Drohne nochmal hochzuschicken. Schöne Bilder, genießt es. Ich lasse mal ein bisschen laufen. Also es war schon sehr, sehr speziell und schön, diese unendliche Weite da zu erleben. Grandioser Sonnenaufgang, die Wolken waren eigentlich vom Vorteil, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut mitspielen. Beim Abendessen hatte sich Hussen, hier jetzt gleich auf dem Bild links, angeboten, uns als Guide bis nach Dus durch die Dünen zu führen. Hat uns allerdings auch darauf hingewiesen, dass es nicht ganz ohne ist in dem Moment, weil durch die Hitze der Sand extrem weich ist, unser Auto super schwer und dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir stecken bleiben, sehr hoch ist. Wir haben uns dann nach ein bisschen hin und her überlegen dagegen entschieden. Das Risiko ist uns einfach zu hoch gewesen und außerdem denke ich, bei 50 Grad Karre freischippen ist jetzt nicht ganz so lustig. Er fragte dann, ob wir ihn trotzdem mit nach Dus zu seiner Familie mitnehmen würden. Natürlich, gar kein Problem. Er hielt dann auch nochmal an, da an einem Wasserloch, beziehungsweise an einem ehemaligen Bohrloch, wo sie nach Öl gebohrt haben, aber Wasser gefunden haben. Insgesamt eine sehr entspannte, aber interessante Fahrt. Wir sind dann von ihm erstmal stumpf zum Essen eingeladen worden, dafür, dass wir ihn mitgenommen haben, freundlicherweise. Und das haben wir natürlich dankend angenommen. War übrigens sehr lecker. Nach dem Mittagessen haben wir uns herzlich von ihm verabschiedet. Sehr, sehr netter Typ. Haben dann den Außenbereich von Dus so ein bisschen erkundet. Auch durch Dus selber sind wir auch durchgefahren. Wir hatten es immer noch nicht aufgegeben, einen Stellplatz fürs Zelten zu finden. Haben in dem Zug auch den legendären und berühmten Dus Desert Camping Campingplatz angefahren. Aber wir waren die Einzigen. Außerdem hat er eigentlich geschlossen. Wir konnten uns trotzdem mal anschauen. Sehr schöner Campingplatz, aber leer, weil keiner ist so verrückt wie wir. Unterm Strich war es auch die richtige Entscheidung. Bei 50 Grad
ist man in einem klimatisierten Hotel über Nacht dann doch besser aufgehoben, ist am nächsten Tag dann mindestens einigermaßen erholt. Wir haben uns da recht gut gehen lassen, haben zum ersten Mal Wasserpfeife geraucht. Muss sagen, meins ist es echt eher nicht. Der Ranger hat einen schönen Schattenplatz. Dann war der Tag schon wieder rum. Schön, dass ihr uns auch bei dieser Folge bis zum Ende begleitet habt. Wenn euch es interessiert, wie unsere Reise weitergeht, das Ende war teilweise nicht so geil. Bitte folgen, abonnieren, Glöckchen setzen, dann kriegt ihr alles mit.